Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silence. Im letzten Video von Silence wurde die Handlung des Vorgängers noch einmal rekapituliert, damit ihr eine ungefähre Ahnung habt, worum es sich in diesem Spiel handelt. Wir haben das Protagonistenduo Noah und Reenie kennengelernt, deren Heimatort allerdings unter Beschuss genommen wurde von Bombern. Wir wissen immer noch nicht, in welchem Zusammenhang dieses Spiel stattfindet, ob es innerhalb des Zweiten Weltkrieges oder eines erdachten Krieges ist. Auf jeden Fall flüchteten sie sich hier in ihren Unterschlupf. Nach einem zweiten Angriff verschwand allerdings die Schwester von Noah, Reenie. Und jetzt müssen wir schauen, wo ihr Verbleib ist. Hier haben wir Dunkelheit, wo wir natürlich nichts sehen können. Reenie! Wo bist du? Wir merken schon, dass er sehr verzweifelt ist. Was wird da denn im Fernsehen übertragen? Hä? Schweres Artilleriefeuer. Okay. Also wir erfahren allerdings immer noch nichts über den Angreifer. Nach monatelanger Ruhe geht es also mit Bomben weiter. Hier haben wir den Esel. Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Hier haben wir weitere Dunkelheit. Okay, es ist im Prinzip die gleiche Dunkelheit, ist ja klar. Hier wurde uns aber angezeigt, dass wir hier noch eine Betonplatte bewegen können. Und das ist auch eine Neuerung in diesem Spiel, dass man eben mit Items mehr oder näher interagieren kann, dadurch, dass man eben mit der Maus zum Beispiel noch was machen muss. Und diese Betonplatte müssen wir logischerweise jetzt bewegen, und zwar gleichmäßig nach oben. Das ist ihre Mütze. Gott sei Dank. Oder? Ah ne, das ist die Socke. Aber, Moment. Warum ist etwas in der Socke drin? Die Socke, die im letzten Video noch als Spot herhalten musste? Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Was? Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Was ist das? Wir müssen den Fernseher vielleicht mal ausschalten. Leiser, verdammt! Tritt das Ding doch einfach aus, Mensch! Du hast doch so lange Stiefel an! Geh endlich aus! Siehst du? Sag ich doch. Ruhe! Huch! Reenie! So funktioniert das offenbar mit dem Licht in diesem Zimmer. Was wird mir da überhaupt für ein Symbol angezeigt? Das ist wahrscheinlich einfach nur unser Inventar. Okay, wir haben ein Ei im Inventar. Wir haben jetzt hier einen Hammer. Vielleicht kriegen wir mit dem endlich diesen Fernseher zum Schweigen. Klöppel! Und damit haben wir auch die ganze Welt ausgeschaltet. Richtig. Was ist das? Tja, Noah. Ich glaube, du hast sowas schon mal erlebt, oder? Durchklettern? Das sieht nicht mehr aus wie der Raum, in dem wir eben noch waren. Sehr interessant. Ich frage mich, wo dieses Ei, aus dem vermeintlich Spot schlüpft, herkam. Oh. Oh. Da hinten ist Reenie. Was ist das hier? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Stimmt, hier sind tatsächlich Dinge aus Silence. Hier haben wir die Lokomotive. Oh, jede Menge Tooltips. Jede Menge Hotspots. Die sollten wir uns mal angucken. Ein Rinnsal. Ekliges Zeug und klebrig. Wie kommen wir in diesen Zwischengang?
Wohnwagen? Ja. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Interessant, dass er die Erinnerungen aus dieser gesamten Zeit aus Teil 1 im Prinzip noch mit sich führt, obwohl er ja im Prinzip, ja, ihr wisst es ja mittlerweile, obwohl er im Koma lag. Dass der Zirkuswagen, in dem Sedgwick mit seiner Familie lebte. Das Ding kenne ich. Damit hat Sedgwick Kalida geweckt. Richtig, das war im zweiten Kapitel des Spiels. Hier haben wir die Gleise. Auf denen ist Rini zum Ausgang gelaufen. Sieht so aus, da hinten. Vielleicht können wir mit ihr reden, wir müssen es gleich mal probieren. Globus. Von der Uhr aus könnte ich da vielleicht draufspringen. Na, er überlegt jetzt schon, wie er eine Brücke bauen kann. Was? Was ist das hier? Diese Rüstung müsste aus dem Lager der Askil stammen. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Oh ja. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Wahrscheinlich. Was sind denn das hier für Planetengetriebe? Oh ja, das war auch eine heikle Geschichte. Ist das nicht das Planetengetriebe aus dem Schloss von Silence? Genau das ist es, mein Freund. Ich frage mich nur, was diese fliegenden Dinger hier sind. Nebel? Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Wir versuchen mit Rini zu reden. Vielleicht können wir sie erreichen. Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist! Ich frag mich ja, wie dieses kleine Persönchen hier tatsächlich hergekommen ist. Aber als ihr großer Bruder müssen wir natürlich auch mutig voranschreiten. Schnell zu Rini. Und wir probieren es einfach mal. Oh Gott. Oh Gott. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Tja, das ist dann nicht unbedingt gut für dich. Mir gefällt diese aktivere Steuerung. Also es fühlt sich so an, als wenn man mehr ins Geschehen eingebunden, dadurch, dass es eben direkte Auswirkungen hat, was man hier anklickt. On top. Oh oh. Vielleicht solltest du schnell da rüberspringen. Könnte ich draufspringen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Komm, das hast du doch schon im ersten Teil. Bewege die Maus entgegen der Neigungsrichtung. Von Noah, halt ihn lange genug in der Balance. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Was mache ich denn hier falsch? Okay. Sehr interessant. Ich glaube, ich schaffe es. Wunderbar. Das muss irgendeine ganz trübe Suppe. Vielleicht ist es die Petroleumsuppe des Opas. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Also in gewisser Weise schon, wenn du weiter so davon redest. Aber das ist garantiert die Petroleumsuppe von seinem Opa. Ja, die schon sämtliche Tiere und sämtliche Wölfe und alles Mögliche getötet hat im Herbstwald. Alle Tierbestände. What? Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Also eines muss man diesem Mädchen lassen, das ist wirklich verdammt mutig. Ich würde mich das wahrscheinlich nicht trauen. Okay, können wir jetzt auf das Planetengetriebe klettern? Sehr faszinierend, also dieser ganze Zwischengang dient im Prinzip, um mal mit der Steuerung und mit dem neuen Spielprinzip von Silence klarzukommen, um das zu erlernen. Und es ist auf jeden Fall schon sehr viel unterschiedlicher. Es spielt sich einfach moderner als The Whispered World. Das kann man jetzt schon am Anfang sagen. Was nicht heißen soll, dass es irgendwie besser ist, sondern einfach nur moderner. Mit wem hat Rini gesprochen? Wen hat sie getroffen? Vielleicht einen alten Bekannten? Sind wir in der Welt von Silence angekommen? Wow, wie im Traum hier. Hm? Wer bist du denn? Oh. Hagrid?
traue keinem Mann, der die Sonne verdunkelt. Wo bin ich hier? Okay, ich weiß ganz genau, wo wir sind. Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Da tönt die Musik. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück. Oh, verdammt. Sei still und versteck dich. Schnell. Wir hören mal lieber. Diese Bestie kann nichts Gutes im Schilde führen. Oh Gott, was war das denn? Wer hat da mit uns geredet eben? Wer hat uns gerettet? Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Keine Antworten. Komm. Hey, warte! Mann, ist das cool. Sieht ja schon ziemlich episch aus. Er kommt offenbar so nicht hoch. Wie ist sie da hochgekommen? Wichtigere Frage, wie komme ich da hoch? Tja, sie hat offenbar Parkour-Skills, die du nicht hast, mein Freund. Und außerdem scheint sie irgendwie mit dem Avatar, Herrn der Elemente, verwandt zu sein, mit diesem komischen Zeichen auf ihrer Stirn. Ich denke, das hat auch etwas mit ihrer Gruppe zu tun, von der sie da geredet hat. Ja, das ist endlich Silence. Wir sind in der Welt zwischen Leben und Tod angekommen. So wurde es zumindest im ersten Teil ja stilisiert. Es war der Status, der Stand zwischen Leben und Tod für Cedric, für Noah. Er war im Koma und es ging darum, ja, seine Gesundheit, sein Leben wiederherzustellen. Und das hat er erreicht, indem er in Silence Erfolg hatte und seine Bestimmung erfüllt hat, nämlich Silence im Prinzip ja zu zerstören. Wir könnten in den Wurm zurückgehen. Ich sehe hier oben jetzt eine Art Festung oder Schloss. Sehr interessant, ob wir da schon hinkommen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal hier irgendwie hochkommen. Was ist das denn da für ein Pelztier? Oh nein, das ist doch nicht... Ist es das Pelztier aus Teil 1? In Teil 1 sah es aber netter aus. Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Eher nicht. Das Ding mochte doch Eier, oder? Das Ding mochte irgendwas. Er hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Tümpel. Mhm, sehr hübsch. Wow. Wäre mein Ei? Kann ich irgendwie ins Inventar? Offenbar gibt es gar kein richtiges Inventar mehr. Wie soll ich da ohne Seil raufkommen? Warum kommen wir da denn nicht hoch? Ich wüsste nicht mal, wie ich das mit Seil schaffen sollte. Müssen wir in den Wurm zurück? Liegt da vielleicht etwas, was wir gebrauchen können? Oh. Ich finde auch die Bezeichnung Weltenwurm interessant. Ich kann nicht glauben, dass das Vieh noch gelebt haben soll, als Rini da drin war. Na gut, dass es die Schotten nicht dicht gemacht hat. Wurmzahn. Und ab mit dem Ding. Der Onkel Doktor kommt. Oh, der stört dich doch schon lange. Ich sehe das doch. Oh Gott, verdammt, ich hab mich geschnitten, ich hab mich geschnitten! Oh nein! Ich werde eine Blutvergiftung bekommen, ich werde sterben! Ich muss die Wunde auswaschen. Sofort auswaschen! Mensch, da war doch ein Tümpel. Außerdem stelle ich jetzt nicht mal so an. Oh Gott sei Dank, sauberes Wasser. Hoffentlich. Jetzt beißt irgendwas an, ich sehe das doch kommen.
Also ich würde diesem fremden Gewässer ja, ehrlich gesagt, nicht trauen, aber das ist jetzt Noahs Problem und nicht unser. Die Adern an meinem Handgelenk sind schon ein bisschen dunkler als vorhin. Ich werde das überleben, ich werde das überleben. Oh Gott. Was haben wir hier denn? Eine Blume? Klar, wenn ich schon nicht die Wand hochkomme, dann kann ich ja ein paar Blumen pflücken. Na klar, schenkt sie doch der Eulen da. Vielleicht lässt sie dich ran oder ich weiß auch nicht. Statuenkopf, wir haben hier Pilze. Können wir die beiseite schieben oder so? Hm? Sind die aus Gummi oder was? Vielleicht haben sie von einer Teufelsfrucht gegessen. Okay. Gummipilze. Offenbar, die könnten ja irgendwie so als Trampolin oder so herhalten. Was mit dem Statuenkopf? Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch, wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Und dass du das... Ich wünschte, Spot wäre da. Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Ja, du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na warte, ich hol dich da raus. Wir müssen irgendetwas machen, um Spot da rauszuholen. Aber was? Vielleicht an dem losen Zahn. Vielleicht können wir die Schale aufbrechen. Spot aufspießen? Doofe Idee. Ganz ehrlich, du hast in Teil 1 viel schlimmere Dinge mit ihm gemacht. Aber gut, vergessen wir das Ganze mal. Schau mal, Spot, lecker Baumpilze. Okay. Hey, Spot, ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Das reicht offenbar nicht. Ich sollte ihn in den Weltenwurm werfen. Dem werfe ich Spot nicht in den Rachen. Aber warum denn nicht? Es spricht doch überhaupt nichts dagegen. Die Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Eye auch nicht anders erwartet. Ich finde, wir sollten es dem Pelztier geben. Oh! Ein Raupi! Oh ja, du hast Hunger. Dann sollte ich dem Pelztier das Ei geben. Ein schönes, warmes Nest. Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Verdammt! Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Wir müssen also... Los, hopp, na los! Genau, wir müssen das Ding erstmal irgendwie da wegkriegen. Vielleicht lässt es ja mit sich reden. Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Offenbar nicht, okay. Das ist ganz so einfach, ist es also doch nicht. Kommt nicht, kommt irgendwie nochmal so eine Raupe. Ich habe kein Wasser mehr gesehen. Wir könnten so eine Raupe gebrauchen. Vielleicht ist es ja wasserscheu. Spot braucht ein trockenes Nest. Okay, das heißt, ein trockenes Nest ist auf jeden Fall kein Tümpel. Was ist denn hier nochmal wieder? Können wir hier noch irgendwas... Oh! Wurmi! Tja, du kannst nicht vor, noch zurück. Und jetzt... Jetzt oder nie. ...bist du gefangen. Ei ins leere Nest. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Das Pelztier wird es ausbrüten. Aber nicht faden. Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh Mist! Nein, du Pelzvieh! Böse Mama! Es ist voll beleidigt irgendwie. Oh, Spot! Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport, dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Oh, führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückter Maustaste nach unten, um seine flache Form zu erhalten. Oh, das ist eine dicke Form. Kannst. Ich freue mich, dich wieder zu haben, alter Freund. Oh, Spot ist das Tollste. Spot. Spot. Cool. Platt wie eine Flunder. Das ist ja voll toll. Und jetzt kann ich es an den Statuenkopf heften. Probier das mal.
dass er direkt so viele Formen hat. So, und jetzt plustere ich ihn auf und das wird den Statuenkopf bestimmt bewegen, so stark wie Spot ist. Ups. Holy shit. Das Pelzvieh ist weg. Oh, Spot, ich liebe es, ich liebe es. Willst du vielleicht in den Tümpel? Trink mal was. Bekommen wir jetzt schon eine neue Form, vielleicht kriegen wir auch einen Shiki oder so. Es waren noch nicht genug Pokémon-Referenzen in diesem Spiel. Was passiert da? Oh mein Gott, ich kann den... Oh, das ist ja mal genial, oder? Spot hat also neue Tricks gelernt. Wow, du hast den grünen Daumen, Spot. Viele, viele grüne Daumen. Können wir den mitnehmen? Furzpilz. Oh, ich hab doch eben gesagt, nicht furzen. Oh je. Willkommen in meinem Unterbewusstsein. Er gewinnt die Furz-Olympiade. Okay, der Typ hat ein paar echte Probleme. Ja, ich würde sagen, das war's erstmal für dieses Video. Wir sind endlich in Silence angekommen. Wir haben Spot wieder getroffen, die seltsamen Sucher, die wie mir Antagonisten erscheinen, und einen, ja, ein Mädchen, eine Frau, die von irgendeiner Gruppierung spricht. Es hat sich offenbar in Silence einiges getan. Wir werden beim nächsten Mal herausfinden, was. Auch für meine nächsten Videos gilt natürlich anschauen, freuen und kommentieren. Seid das nächste Mal auch wieder aktiv mit dabei, wenn es heißt Let's Play Silence. Und denkt immer daran, I want you for an adventure. Seid gegrüßt, Leute, und hallo zum nächsten Weekly Waldes. Ich hatte es ja angekündigt, ich werde einen kleinen Jahresrückblick 2016 machen und euch ein paar Zahlen zeigen. Das soll jetzt allerdings nicht in eine Tiefenanalyse abdriften, sondern ich will nur einfach mal ganz grob darlegen, wieso für mich das Jahr auf meinem Kanal war, was wir so gerissen haben, und werde das Ganze im Vergleich zu 2015 ersetzen. Warum 2015 als Vergleich hier und da ein bisschen schwierig ist, werde ich außerdem noch erläutern.